Zuschauer und Zuschauerinnen, ich heiße Sie auch heute am 14. April wieder einmal herzlich willkommen zu einem neuen Wochenmagazin. Hier auf Oskar am Freitag TV, dem Lokalsender für den Landkreis Gotha. Diesmal etwas früher, denn Sie wissen ja, das Osterfest steht vor der Tür. Doch wie immer haben wir auch heute wieder eine große Bandbreite interessanter Themen für Sie. So auch das erste. In Sachen Weitsprung war sie in der Spitzenklasse kaum zu schlagen. Die Rede ist von der ehemaligen Leichtathletin Heike Drechsler. Die DDR-Sportlerin ist die jüngste Weitsprung-Weltmeisterin aller Zeiten. Heute ist sie immer noch sportlich aktiv und arbeitet als Referentin und so war sie auch zu Gast im Kukuna in Bad Habatz. Im Rahmen dieses Besuches hat sie es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch in dem goldenen Buch der Stadt einzutragen. Sie sprang weit und kam dabei hoch hinaus. Heike Drechsler kannte einst jedes Kind. Sie holte unter anderem 1992 und 2000 olympisches Gold im Weitsprung. 2004 beendete sie eine sensationelle Karriere. Seither arbeitet sie für die Barmer. Sie hält Vorträge über Prävention, Motivation und Life Balance wie dieser Tage in Bad Tabazer Kukuna. Zuvor aber trug sie sich im Goldenen Buch ein. Warum sie Olympia 1988 als Arbeiterspiele erinnert. Dann waren die ersten Spiele, die 88, die in Seoul. Mhm. Da bin ich auch gesprintet. Mhm. War natürlich damals diese Griffith Joyner, die hat alles weggesprintet mit Weltrekorden. Wir haben uns immer, ging um Platz 2 und 3. Eins war eigentlich schon vergeben, wenn man so will, jetzt von den Leistungen her. Und das war hart, weil jeder Lauf hatte 4 Läufe insgesamt, wo man sich weiter qualifizieren musste. Und ich bin die 200 gelaufen, die 100. Im Weitsprung mit Vorqualifikation und insgesamt war ich dann 10-mal am Start. Und das war ein, ich sag mal, Arbeiterspiel. Auch die nächsten Olympischen Spiele standen unter keinem guten Stern. Gut, 96 kam dann so die ersten Verletzungen, da bin ich nicht, war ich qualifiziert für Atlanta, aber konnte nicht starten, habe ich mir einen Sehnenabriss geholt und deswegen waren dann 2000 diese Spiele. Ich habe nichts erwartet. Ich wusste aber, wenn ich gesund bin, dann kommen alle meine guten Erinnerungen hoch und da kann vieles möglich sein. Ja, und dann werde ich auch selber nicht dran, also ein bisschen vielleicht, ne? Aber ich hatte eine harte Konkurrenz da gehabt, ne? Ich habe immer gesagt, wenn die das Brett richtig getroffen hätte, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, aber das Brett gehört halt einfach dazu. Wie weit würde Heike Drechsler heutzutage springen? Ich muss es ja auch trainieren. Und wenn ich es halt nicht jeden Tag trainiere, dann weiß ich, dass ich natürlich jetzt nicht, das werden nicht mehr die Superweiten sein, aber die Technik, ich glaube, die kriege ich noch ganz gut hin, meinen klassischen Laufsprung mit der klassischen Landung. Bloß ich merke dann auch, wenn ich dann oben in der Luft bin, oh, jetzt geht es schon runter. Etwas so kurz. Also ich denke mal, wenn ich es richtig trainieren würde, könnte ich, wenn meine Muskulatur und alles das noch möchte, ist eine Schnellkraftdisziplin, wo man wirklich auch schnell die Muskulatur bewegen muss, denke ich, dass ich noch 5 Meter springen kann. Nach 2 Jahren Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit. Das Eckhoff-Theater erwacht wieder zum Leben und damit sein heiteres Stück aus der Renaissance namens Mantrogola. Der Spielplan ist ab nun verfügbar und los geht es bereits ab dem 1. Juli. Hier nun ein kleiner Vorgeschmack. 2 Jahre lang gab es hier keine Vorstellung. Das hat sich geändert, Gott sei Dank. Und wie man sieht, wir haben auch schon 2 Hauptdarsteller für die neue Saison da. Lucrezia, meine Verehrung. Kalimako, ich bedanke mich, dass Sie da sind. Das sind die beiden Hauptdarsteller des Stücks, über das wir jetzt gleich reden werden. Und dazu hole ich mir Verstärkung, kompetente Verstärkung. Und weil wir im Theater sind und ich dann Susanne Finne Hör bei mir habe, machen wir das auf die Methode. Es funktioniert! Wunderbar! Ja, wunderbar. Das kann man gar keinem erzählen. Ich mache so und Sie erscheinen. Frau Finne Hör, ich danke, dass Sie gekommen sind. Darf ich Ihnen vorstellen, den Herrn kennen Sie? Kalimako, ja. Und die Dame kennen Sie auch? Lucrezia, ja. Also die sehen dann irgendwann anders aus, aber ja. Weil Sie uns jetzt erklären können, das Eckhoff-Festival hat ja nun 2 Jahre nicht stattfinden können wegen der Pandemie. Nun endlich geht es wieder los und es ist dafür ein besonderes Stück beschafft worden. Was gibt es dazu kurz zu erzählen? Es ist Mandragola von Niccolò Machiavelli und es ist eine kurzweilige Komödie, Verwechslungskomödie. Also er hat sich in sie verliebt und aber sie ist verheiratet, glaube ich. Verheiratet, ja. Ja, da muss man halt Mittel und Wege finden, um da ranzukommen. So mit Liebestränken zu? Mit Liebestränken, ja. Also Mandragola nehme ich, das ist die Wurzel, aus der dann gebraut wird und die wird sehr. Was haben Sie studiert?
Italienisch. Ach so, das ist wohl typisch, dass man in Italien dann so eine Liebesbeziehung anbahnt mit ein bisschen Nachhilfe aus der genau, Chemie. Genau, so habe ich das früher auch gemacht. Ja. Okay, gut. Funktioniert heutzutage leider nicht mehr. Genau, also es gibt diese Wurzel und sie wird in einer besonderen Tasse serviert. Die kennen vielleicht Leute auch bei uns aus dem Museum oder Museumsshop. Da ist dann der Link zu Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg da. Mhm. Das ist nämlich unsere Jahreshauptausstellung dieses Jahr. Mhm. Und wir haben ja immer diese Verknüpfung zwischen Theaterstück und Herzog. Und dieser Herzog hätte dieses Jahr seinen 250. Geburtstag gehabt und auch seinen 200. Todestag. Und die Jahreshauptausstellung ist eben über ihn. Und er ist sehr exzentrisch, hat gerne mit den damaligen Rollenbildern gespielt, war so ein bisschen scherzhafter unterwegs, hat gerne mal die Hofetikette gesprengt. Und deshalb passt das gut zu dem Stück. Das passt dann wirklich ganz gut. Genau. Ich hoffe, dass das Gotha-Publikum und das von weiter her auch genau diesen Zusammenhang dann erkennt. Und wenn sie sich nur gut unterhalten haben, ist es ja auch am Ende genau. Dann eine schöne Geschichte. Und hier nun Aktuelles und Spannendes aus der Region mit meinem Kollegen Rainer Aschenbrenner. Wen es in den Tierpark Gotha zieht, der kann sich nach wenigen Schritten wie auf der französischen Atlantikinsel Île de Caussin fühlen. Eine neue Anlage wurde der baumlosen Heimatregion der Caussin-Schafe nachempfunden, die seit dieser Woche den Park bewohnen. Diese Zwergschafe werden nicht größer als 50 cm Schulterhöhe und sind damit mit die kleinsten Schafe Europas. Aufgrund von Baumaßnahmen in der Fichtestraße ist der Tierpark allerdings derzeit nur über die B247 aus Richtung Autobahn und Gewerbegebiet Gotha Süd kommend erreichbar. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2021 wurde heute in der Landespolizeiinspektion Gotha vorgestellt. Die LPI betreut den Landkreis Gotha, den Ilm-Kreis und den nördlichen Wartburg-Kreis und damit rund 333.000 Einwohner. Erfreulich sei, dass man das niedrigste Aufkommen an Straftaten seit 11 Jahren feststellen könne, erklärte der Leiter der LPI, Detlef Schum. Es seien 15.889 Fälle und damit 2.590 weniger als 2020, was einen Rückgang von 14% entspreche. Rund 2 von 3 Straftaten wurden aufgeklärt, die Quote beträgt 63,3%. Damit liegt Gotha zwar unter der Quote des Freistaates, der 63,8% meldete, aber deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 58,7%. Mehr Details und ausführlicher wird Oskar am Freitag auf seiner Homepage berichten. Gleich ein Quartett neuer Baustellen kündigt sich in Gotha an. So wird ab Dienstag, dem 19. April und dann bis zum 29. April die Augustinerstraße auf Höhe Einmündung Berg für den fließenden Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung der Lukas-Cranach-Straße aufgehoben, sodass die Zufahrt zum Schlossberg und zur Augustinerstraße 2-8 über Querstraße und Lukas-Cranach-Straße erfolgen kann. Ebenfalls vom 19. bis 29. April kommt es zwischen Lindemann und Eschleberstraße zu einer zeitweisen Einschränkung im ruhenden wie auch im fließenden Verkehr. Grund ist, dass die Schule in der Eschleberstraße 39 ans Internet kommt. Vom 19. bis 22. April ist die Herbstleberstraße zwischen Damaschkestraße und Kurzer Weg gesperrt. Die Einbahnstraße wird in der Zeit aufgehoben und es kommt zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr. Und ebenfalls zwischen dem 19. und dem 22. April wird die Karl-Schwarz-Straße von Einmündung Schützenberg bis Haus Nummer 4 vollgesperrt. In dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung in der Karl-Schwarz-Straße aufgehoben und Grund für die Sperre ist, eine neue Straßendecke wird aufgebracht. Sascha Bielei, der Landtagsabgeordnete der Linken für Gotha, wirft der Stadtverwaltung Gotha vor, einen Schattenhaushalt geschaffen zu haben. Damit meint er die Corona-Sonderrücklage mit einem Volumen von 500.000 Euro, die der Stadtrat am 3. Februar auf Vorschlag von OB Kreuch und des Finanzdezernenten Peter Leisner bei der SPD beschlossen hat. Die Mittel stammen aus Hilfezahlungen des Freistaates, um der Kreisstadt im zweiten Jahr der Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen. Weil das Geld aber nicht benötigt wurde, sei es neben dem offiziellen Haushalt der Stadt in einem Sondervermögen geparkt worden. Bielei attackierte auch das Landratsamt als zuständige Kommunalaufsicht. Dort sei man bisher nicht seiner Kontrollfunktion nachgekommen. Bielei fordert rasche Aufklärung. Die Straßenbeleuchtung in der Karl-Schwarz-Straße in Gotha ist ausgefallen, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Bauunternehmen hatte auf einer privaten Baustelle bei Tiefbauarbeiten einen Schaltschrank der Straßenbeleuchtung beschädigt. Deshalb wurden sämtliche Leuchten beschädigt bzw. zerstört, die am demolierten Kabelkasten angeschlossen waren. Nach den Ostertagen werde man unverzüglich ein Provisorium installieren, damit den Anwohnern wieder ein Licht aufgehe.
Man bitte um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis, so die Stadtverwaltung. Und nun noch eine kurze Notiz aus der Welt des Sports. Der FSV Wacker 03 Gotha führt am 20. Mai ab 18 Uhr seine Mitgliederversammlung sowie die Vorstandswahlen im Quality Hotel am Tierpark in Gotha durch. Das teilte FSV-Präsident Thomas Fiedler mit. Anträge an die Mitgliederversammlung können bis zum 10. Mai schriftlich an den Vorstand eingereicht werden. Das waren die Nachrichten für heute und ich gebe weiter an meine Kollegin Dana Polkert. Pünktlich zur Wiedereröffnung des Eckhof-Theaters ist auch sein Gründer wieder in Gotha eingekehrt. Hans Adam von Studnitz stellte im 18. Jahrhundert hier in Gotha den Oberhofmarschall. In Form eines Porträts ist er ab sofort im Herzoglichen Museum zu betrachten. Bewundern Sie ihn doch gerne selbst einmal. Hier schon mal ein kurzer Einblick. Herr Kleinstolber, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir den Herrn Studnitz angucke, dass der uns beide gerade anschaut und unter Kontrolle hat. Wie geht es Ihnen, nachdem Sie jetzt das Bild hinter sich haben, wie geht es Ihnen mit dem neuen Bild hier in der Ausstellung? Ich bin erst mal heilfroh, dass wir dieses Objekt jetzt hier geschafft und realisiert haben. Denn es ist für den Freundeskreis schon ein ganz erheblicher Brocken, um es mal so rum zu sagen, also aus finanzieller Sicht. Gell. Wir sind ja im Prinzip ein relativ kleiner Verein, haben zwar sehr, sehr viele Leute, wir sind 230 Mitglieder, aber eben finanziell sind wir nicht so dargestellt wie viele Vereine, sag mal, in Westdeutschland. Und für unsere Verhältnisse ist das jetzt hier ein Brocken, um es mal so rum zu formulieren, der auch ein richtiges kleines Loch schon mal in unsere Kasse reinwirft oder verursacht. Gell. Aber wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben, weil das wirklich ein Gemälde ist, das musste nach Gotha, das ging gar nicht anders. Dann hängt es ja sehr besonders aufgehängt, nämlich die beiden, die ja miteinander sehr viel zu tun haben, die hängen jetzt nebeneinander, Eckhoff und von Studnitz. Mhm. Die Geschichte, die dahinter steckt, die ist ja sehr spannend. Können Sie uns die nochmal erzählen? Ja, also im Prinzip der Hans Adam von Studnitz ist ja 1758 Oberhofmarschall geworden, ja? Und das Gotha Hoftheater ist anfänglich so 1770 gegründet worden. 1774 ging es dann richtig los. Und er war ja eigentlich dafür zuständig, sag mal, alles jetzt zu organisieren, das Leben des Hoftheaters ins Laufen zu bringen, also das Ganze drum und dran, sag mal, zu machen. Und Konrad Eckhoff war natürlich derjenige, der das inhaltlich dann zu gestalten hatte. Und an den Aspekt sind das die beiden Protagonisten, denen wir eigentlich das Gotha Hoftheater zu verdanken haben. Die gehören einfach zusammen und sind jetzt wieder nach ein paar hundert Jahren zusammengeführt worden. Das Bild von Studnitz war ja über lange Zeit im Privatbesitz, ja. War sozusagen aus dem Blickwinkel auch aus Gotha-Perspektive raus. Mhm. Dann ist es ja voriges Jahr bei einer Auktion in Berlin wieder aufgetaucht. Daraus entwickelte sich ja dann dieser Zukauf, den Sie realisiert haben. Sie haben das am Ende umgesetzt. Sie haben am Telefon gesessen und am Internet und haben diese Auktion begleitet. Wie spannend ist das? Also hat man da ein Kribbeln in den Fingern? Oder? Da hat man schlimmes Kribbeln. Man weiß ja nicht, wo es finanziell hingeht. Gell? Es ging ja los bei 18.000 war der Start. Gell? Und keiner wusste, wo endet es. Gell? Und ich wusste ja, man muss ja immer das Aufgeld noch sehen. Hier gibt es ja 30% Aufgeld. Ich wusste, ich kann irgendwie so bis gut 30.000 gehen. Gell? Und natürlich, nachdem wir schon bei 24 waren und der andere noch nicht aufgegeben hatte, wurde es dann langsam knapp. Aber wir haben Glück gehabt. Der andere hat dann aufgegeben, sodass ich dann im Prinzip für 25 noch irgendwas gekriegt habe. Auch Schauspieler Martin Semmerogge war zu Gast im Zentrum für Kunst, Kultur und Natur in Bad Tabberz. Mit einer musikalischen Untermalung präsentierte er in seiner Lesung Rock and Read zwei autobiografische Werke. Bereits vorab gewährte er uns im Interview erste Einblicke. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass das Boot so erfolgreich ist, dass man auch 40 Jahre später darüber noch so redet? Jetzt kommt er wieder im WDR jetzt am 12. Ja. Heute war ich gerade in Brisant und war die Rechte irgendwie wieder. Naja, sag mal, der Film, damals, wo wir ihn gedreht haben, waren wir ja junge Leute, 24 war ich gerade geworden, war gerade Vater geworden. Wir waren alle, ja, das war natürlich eine faszinierende Geschichte. Und wir wurden da so reingeworfen, wir wussten aber nicht wirklich, was das für Ausmaße annimmt.
Und wir waren aber auch völlig unvoreingenommen. Und der Petersen, das war jetzt nicht ein Regisseur, der uns jetzt gesagt hat, jetzt erfinden wir das Kino mal neu und so, sondern der war so authentisch und der war selber so drin in der Materie wie unser Captain und hat uns einfach so mitgenommen und hat uns alles zugetraut. Natürlich haben wir uns kundig gemacht und hatten Berater und Method Acting, natürlich was man dann so, aber ja, und wir haben uns natürlich dann schnell reingelebt und dann hatte keiner mehr Herbert oder Martin gesagt oder Jürgen oder Jan, sondern wir haben uns mit Mart, Obermart, Herr Oberleutnant, Herr 2WO, Herr Kaloyen angeredet. Und es hätte nie einer gewagt in der Kantine, jetzt sich also von den Lords, von der Mannschaft, sich an den Tisch des 2WO zu setzen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von Oskar am Freitag TV, das war es schon wieder mit unserem Wochenmagazin und damit mit den ersten Eindrücken in unsere Beiträge. Viel an Spannendem und Aktuellem aus der Region ist also wieder mit dabei. Schauen Sie also gerne mal vorbei. Unsere Beiträge in voller Länge finden Sie jederzeit auf unserem YouTube-Kanal, im TV, auf unserer Website www.oskar-am-freitag.de, im Livestream und auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns auf Sie. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschalten. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und ein wunderschönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal, Ihre Dana Polkert.